So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück auf Ebene 2. Ja, das sah ja, wie gesagt, sehr aufbauend aus. Was habe ich denn hier? Hier kann man deutlich jede Menge Spuren von Goblins erkennen. Einige von ihnen müssen verletzt gewesen sein und versucht haben, vor anderen Geschöpfen zu fliehen. Es sieht ganz danach aus, als ob sie vor vielen Drow und Dwerger angegriffen worden wären. Und während der unerschrockene Koboldbegleiter seine Reise fortsetzen, fragen er sich, warum haben wir eigentlich keine eigene Robe? Du willst eine eigene Robe? Ja, Sachen gibt's. Ja. Sehen wir. So. Herein! Ach nee, das muss ja der andere sagen. Auf! So, hier sind also Goblins, ja? Die Ebene scheint auch nicht sehr groß zu sein, anscheinend. Nein? Arsch! Blut und Ehre! Ich mach euch den Schädel! Menno, was ist denn jetzt im Weg? Ich mach... Du sollst den angreifen. Wenn der tot ist, schneid dem den Bach. Otano und die Ich spalt euch den Schädel. Oh shit, da hinten scheint noch... Das werdet ihr bedauern. Wenn der tot ist, wenn der tot ist, schneid dem den Bach ab. Na, bleibst du hier, du blöder Hammel? Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt wollte er doch glatt. Das kann mein Stahl sein. Wird treffen. Du Vollhonk. Das wäre jetzt aber fast schief gegangen, du Eumel. Mein Stahl wird treffen. Ich glaube, ich habe den Magier zu spät gesehen. Wow, ich bin ja echt gut. Warum mache ich nur so wenig Schaden? So. Okay, die Goblins wurden anscheinend von Dwerger und Drow angegriffen. Ja, das kann ich wohl bestätigen. Allerdings sind die auch nicht mehr hier. Mhm. Die Eisklaue. Mein Stahl wird treffen. Naja. Und noch ein bisschen Klostein. Was haben wir noch hier? War es das alles? Ach, tatsächlich. Schon. Naja. Das ist ja gar nichts hier. Das ist ja lächerlich. Oh Gott. Das hier werden wir nicht beide überleben. Was könnte sich hinter dieser Tür verbergen, außer einen Gang zu der anderen Tür? Ach. Schon wieder. Also diese scheiß schwere Infanterie, Entschuldigung. Mein Stahl wird treffen. Also, die sind wieder sichtbar. Du kannst jetzt treffen. Wenn der tot ist, schneiden wir ihm den Bart ab. So, stimmt. Da war ja was. Ich bin nicht allergisch gegen deine Zauber. Blut und Ehre! Wenn der tot ist, schneiden wir ihm den Bart ab. So.
schneiden wir ihm den Bart ab. Okay, also von den Goblins habe ich jetzt noch nichts gesehen, aber immerhin bisschen was anderes. Was war das gerade? Was war das gerade? Ach so, Spuren. Naja, und? Sind sie dieselben? Jede Menge Spuren? Ja, okay, alles klar. Das hier werden wir nicht beide überleben. Ihr hört Stimmen. Wie sich die Drow im nächsten Raum unterhalten. Sie haben eine Kette Sie haben eine der Ketten gefunden und wollen nun auch die anderen suchen. Okay, also hier sind auch wieder Drow drin. Und die haben eine Kette gefunden. Das ist gut. Was ist das denn? Das leuchtet. Es sieht zumindest so aus, als leuchtet. Oh. Drow Magus, auf ihn! Otano, von Digamar! Nein, du sollst auf den Drow Magus! Vollidiot! Alles klar? Mann, nur eine Heil. Nieder mit euch! Komm aus dem roten Bereich raus. Das hier. Das werdet ihr bedauern. Jetzt habe ich ja die Chance voll, ist genug geschmissen. Jetzt prügeln wir schon auf blöde Tiere ein, ja? Ja. Jei. Mein Stahl wird treffen. Ist der nicht mehr unsichtbar? Alles klar. So. Das ist noch nicht das Ende. Oh doch, das ist es. Erfahrener Kundschaft. Das ist noch nicht das Ende. Hm. Oh, und der hatte sogar noch was dabei. Einen kleinen roten Schlüssel. Hatten die nicht eine Kette gefunden? Also ich dachte, die hätten eine Kette gefunden. Zumindest hatte die wohl keiner dabei. Das? Och. Da scheint auch keiner was vergessen zu haben. Na toll. Soweit zum Thema, sie haben eine Kette gefunden. Die haben gar keine Kette gefunden. So, ich will mich jetzt erstmal hinsetzen. Obwohl, mir geht's auch schon wieder besser. Das Schwert ist gut. Verdammt, ist das Schwert gut. Tja, na gut. Geht aber noch hier weiter. Ja, so viel zum Thema Goblins. Was gibt's hier? In diesem Bereich kann man zahlreiche Spuren von Drow und Duaga erkennen. Es sieht ganz so aus, als hätte ein Kampf zwischen ihnen und Goblins stattgefunden. Ja, deswegen liegen hier auch so viele menschliche Leichen, ne? Also... Mein Stahl wird treffen! Ja? Ach, dafür war der... Wow! Entschuldigung. Dafür war der Schlüssel anscheinend. Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist mein Stahl wird treffen. Da stand jemand. Da stand jemand. Den werden wir platt machen. Wenn nicht gerade in der Umgebung auch noch Leute standen. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gesehen. Unterbefehlshaber. Die können sich ja irren. Aber wenn da kein toter Halbling ist. Ein toter Halbling. Ach, da hinten in der Ecke, okay.
Geekin, kommen Sie mal mit. Ah ja. Ihr habt auf der zweiten Ebene des Unterbergs die Leiche von Tommy gefunden, einem der Abenteurer, die ihr im gehenden Schlund getroffen habt. Ja, den habe ich gefunden. Das mag wohl stimmen. Also, hauen wir drauf. Das hier werden wir nicht beide überleben. Soleno, Samatka! Wow. Ich muss mal kurz. Der macht mir. Wow. Lass aus. Alles klar? Wir müssen uns mal ganz kurz ausruhen. Ich hoffe, da hast du jetzt nichts dagegen. Ich könnte. Achso, ja gut, der muss ja erstmal. Der muss sich erstmal aus. Ausgeschadet haben. Ja, ach, ja, ja. Und sonst so. Ja, ne, es tut gut. Also wird man immerhin nicht müde. Ah, er ist fertig. Dann mal kurz mal hingesetzt. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, die Zauber haben mich sogar getroffen. Naja, naja. Macht aber nichts. Gehen wir wieder hin. Auf jeden Fall scheinen hier die Goblins nicht überlebt zu haben. So habe ich jetzt mal so den. Ja, den Eindruck gewonnen. Deacon? Plus? Vielleicht ist er jetzt auch wieder ein bisschen zauberlos geworden? Also die auf sich selbst gewöhnt hat. Otano, voll Digama! Ich liebe den Geruch von Elfenblut am Morgen. Das ist noch nicht das Ende. Das sieht mir eher aus wie ein Hobgoblin. Anstelle einem normalen Goblin. Eine Truhe. Und auch noch eine Truhe. Na, ich bin doch nicht doof. Aber ich hoffe, ich kann sie entschärfen. Ja, das ist gut. Das ist gut. Oh, sind zwei Truhen noch. Das ist, ja. Wer Augen hat, ist klar. Warte. Ach, du Heilige. Wow. Okay. Eine Harfe. Macht aber nichts. Kann ich nichts mit anfangen. Anscheinend. Wein. Schnaps und ein Trank der Heilung. Ach ja, Mensch, so ein großen, der ist doch nicht verkehrt. Oh, halt, warte mal. Da muss ja noch was dazwischen. Mach kaputt. Was, habe ich den Heiligen Gral gefunden, oder was? Ein goldener Kelch des Lantana. Sowas hatte ich doch schon mal gefunden. Oh, ein Schurkenstein, wow. Woher weiß der, dass ich sowas brauche? Bogen des Elfenhofs. Ach, komm. Bin ja kein richtiger Elf. Bin ja nur ein halber. Brauche ich also nicht. Ah, er hatte die Kette. Kann ich nicht identifizieren? Kann ich nicht identifizieren? Schlüssel. Aha. Kette. Eine grüne Kette. Na, sowas. Ein Ring, kann ich nicht identifizieren. Ein Dolch plus 3. Den konnte ich identifizieren. So, identifizier du mal. Was haben wir denn alles Schönes? Stirnreif des Intellekts. Aha, eine Spiegelrüstung. Ein Befehlshaberring. Das hatte ich ja schon. Hatte ich hier noch irgendwas? Ach ja, die Harfe. Taubes Harfe. Was? Taubes Harfe? Oh, der kann heilen. Aber ich kann sie nicht benutzen. Yeah. So, und hier ist eine Falle dran. Da habe ich ja schon relativ weit rot leuchten gesehen. Oh, das war gut. Achso, Moment, halt. Da passt bestimmt an der Schlüssel. Oh,
Eine Ginflasche. Was? Eine Ginflasche? Was soll ich denn damit? Na egal. So, hier irgendwas? Ah, guck mal. Achso, ja, Entschuldigung. Ich kann ja noch nicht mit ihm sprechen. Es werde wach. Hallo. Hallo. Der Halbling zwinkert mehrmals, starrt euch aus großen und ungläubigen Augen an und schaut sich sekundenlang verwirrt um, bevor er seine Sprache wiederfindet. Ja, da brat mir noch einer einen Storch. Bin ich schon wieder gestorben und das kurz bevor ich den Bastard ausgeweidet hätte? Anscheinend. Eines Tages werde ich mir diese blöden Todesgötter bestimmt nochmal einen reinwürgen, weil ich sie dauernd auf den Arm nehme. Er mustert euch und zwinkert erneut. Hey, ihr kommt mir bekannt vor. Ja, beim Gasthof, gell? Richtig, richtig. Und ihr seid der Typ, den der Gasthof gehört, richtig? Fangt mit D an oder so ähnlich. Nein. Oh, ja klar, der berühmte Typ. Muss ja einen Grund haben, warum alle Welt aufgeregt euer Namen flüstert, wenn ihr auftaucht. Gibt doch nichts Schöneres, als von einem Profi gerettet zu werden, nicht wahr? Nochmal vielen Dank. War richtig klasse von euch. Wie seid ihr hergekommen? Na, was glaubt ihr wohl? Erstmal bin ich rumgerannt wie ein Verrückter. Dann haben sie mich abgestochen. Er reibt sich den Brustkorb. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass da kein Loch mehr da ist, ja? Wie ich sehe, habt ihr keinen meiner Freunde bei euch. Habt ihr wenigstens Lino gefunden? Nein, warum? Puh. Also wir sind vor den Drow, die uns auf den Fersen waren, abgehauen. Und dann trafen wir ein paar menschliche Sklaven, die uns angefleht haben, wir sollten denen doch helfen und sowas. Die kamen mir komisch vor, aber Linus' goldenes Herz fing gleich an zu bluten. Hat gejammert, dass wir denen helfen sollten und sowas. Deshalb bin ich hier. Die Sklaven haben uns erzählt, die Drow hätten irgendeinen Djinn, der das Portal aktivieren könnte, an dem die Sklaven standen. Da wollten die durch. Kümmert mich einen Scheiß, wenn ihr die einfach stehen gelassen habt. Was für Djinns, was? Die blöden Sklaven meinten, die Drow hätten so eine Flasche, die einen Djinn herbeizaubern könnte. Meinten, damit könnte man so ein Portal öffnen. Warum? Habt ihr nichts gefunden? Wo sind die Sklaven? Die müssen in irgendeinem großen Raum im östlichen Teil des Gewölbes sein. Da gibt's ein Portal, wisst ihr, und da wollen sie dann raus. Aber erst braucht sie den Djinn. Aha. Und wie haben die Drow euch geschnappt? Pff, diese blöden Elfen müssen Ohren haben, das glaubt man nicht. Die hören, wenn eine Feder auf den Boden fällt, garantiert. Und dass ich dann noch versucht habe, ihnen den Schmuck zu klauen, fanden sie auch nicht gerade witzig. Was habt ihr jetzt vor? Ich habe mir überlegt, dass ich wohl wieder in die Kneipe zurückgehe. Es sei denn, ihr habt eure Umgebung noch Platz für einen wortgewandten Halbling. Ich glaube nicht, nein. Auch gut, macht, was ihr wollt. Wie dem auch sei, um mich braucht ihr euch nicht zu kümmern. Den Weg zurück in die Kneipe finde ich im Schlaf. Wir sehen uns da, wenn ihr mich nochmal braucht, ja? Aha. Ja, der scheint wirklich gehen zu wollen. Ja, ja. Oh, jetzt ist er weg. Na gut. Nachdem ihr Tomi das Leben gerettet habt, ist der Schurke wieder zum gehenden Schlund aufgebrochen. Das schien ihm sicherer, als im Unterberg allein ums Überleben kämpfen zu müssen. Ja. So, und der Djinn, der kann... Ich kann einen Djinn herbeizaubern? Oh, wow, tatsächlich. Die Flasche in eurer Hand beginnt zu wackeln und zu zittern. Eine Rauchschwade steigt auf und die Nebel formen sich mit Macht zur Gestalt eines Mannes. Verfluchter Drau! Warum könnt ihr nicht... Oh, ich sehe, ihr gehört gar nicht zu diesen Dunkelelfen. Tja, das ist natürlich etwas anderes. Woher weißt du das? Ich habe die Drau noch nie gemocht. Zu anspruchsvoll. Sehr schwer, mit ihnen Geschäfte zu machen. Sterbliches Wesen, ich stehe in eurer Schuld, weil ihr mich von diesen widerlichen unterirdischen Elfen erlöst habt. Wer seid ihr denn? Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin Vulcarion Arsestis. Ein mächtiger Djinn vom königlichen Geblüt. Ein Djinn? Oh, werdet ihr mir jetzt einen Wunsch gewähren? Ihr Sterblichen habt eine seltsame Meinung über uns. Immer wenn ich mit einem eurer Artgenossen begegne, scheint er zu glauben, ich müsse ihm einen Wunsch erfüllen. Zu eurem Unglück läuft das aber nicht so. Doch ich bin dankbar für meine Freilassung. Ich besitze etwas, das ich euch als Belohnung anbieten möchte. Ein Gegenstand, den Halaster mir zur Aufbewahrung gab. Ich nehme an, er wollte nicht, dass die Drow ihn in die Hände bekommen. Aber es würde ihm bestimmt nichts ausmachen, wenn ich ihn euch gebe. Wenn ich ihn euch gebe, Entschuldigung. Das ist ein Aktivierungsstein für ein magisches Portal, der euch gestatten wird, euch zwischen den Unterberg
und Tiefwasser zu bewegen. Wenn ich mich recht entsinne, sagt Halaster, er wäre im östlichen Bereich der zweiten Ebene des Unterbergs. Danke. Ich mag euch, Sterblicher. Ihr seid anders als die anderen. Ihr habt etwas Einzigartiges an euch. Und die Geschäfte verlaufen ein wenig schleppend, seit Halaster verschwunden ist. Ich werde euch einen Gefallen tun, Sterblicher. Ich erlaube euch, meinen Laden zu besuchen. Er läuft nahezu über vor magischen Produkten. Euer Laden, was? Ich bin Experte für den Handel mit seltenen und mächtigen magischen Gegenständen. Auf der Suche nach wundersamen Artefakten durchstreife ich die Ebene und verkaufe meine Fundstücke an ausgesuchte Kunden. Halaster persönlich war einer meiner besten Kunden. Deshalb war ich einverstanden, dass er diese Herbeizauberungsflasche schuf. Wann immer er meine Dienste benötigte, war ich nur ein paar Handgriffe entfernt. Aber seit die Drow die Flasche in ihren schwarzen Finger gekriegt haben, werde ich 20 Mal am Tag herbeigerufen. Ich hätte mich nie darauf eingelassen, wenn ich gewusst hätte, dass Halaster so sorglos damit umgeht. Warum ignoriert ihr das nicht einfach? Die Macht der Flasche zwingt mich dazu, auf die Herbeizauberung zu antworten und verhindert, dass ich feindselige Maßnahmen gegen den Besitzer ergreifen kann. Aber das heißt nicht, dass ich mit denen auch ins Geschäft komme. Die Dunkelelfen sind unter meiner Würde. Mit denen mache ich keine Geschäfte. Mein Kundenstamm ist äußerst exklusiv. Und seitdem ihr den Drow die Flasche abgenommen habt, steht ihr auch auf dieser Liste. Oh ja, zeigt doch mal. Natürlich. Haltet euch nur an die Hausregeln. Ihr könnt euch alles anschauen, aber es wird nichts angefasst, was nicht bezahlt ist. Und versucht gar nicht erst zu falschen. Och, Menno. Ist unfreundlich. Na, was ein Arsch. Was hast du denn Schönes? Ein nimmervoller Beutel. Hihihi. Den nehmen wir uns doch gleich mal. Mithrilbarren. Diamanten. Aha. Zepter der Wiederauferstehung. Aha. Okay, es scheinen große Rüstung, große magische Gegenstände zu sein, aber nicht wirklich welche, die ich gerade gebrauchen kann. Nee. Ach siehst du, ich wollte doch eigentlich irgendwo mal diese Fallen aufbauen, fällt mir gerade ein. Weil verkaufen kann ich die ja anscheinend nicht. Könnte ich sie ja wenigstens mal nutzen. So, aber wir haben eine grüne Kette, war das, ne? Ja. Dann werden wir doch die grüne Kette mal aufhängen. Weil wir es könnten. So. Einmal grüne Kette, bitte. So, aber grüne Kette. Juhu, grüne Kette. So, nächster Eingang. Ne, Ausgang, Entschuldigung. Ach, wieder diese blöden Statuen. Kelvin Schwarzstab. Haha. Was ist das denn? Ihr könnt erkennen, dass die Spuren von Lino und Tomi stammen. Er kann noch nicht lange her sein, dass sie hier entlang gekommen sind. Sie haben sich ganz vorsichtig und langsam entlang geschlichen. Gregor der Unrasierte. Der Unrasierte ist auch sehr, sehr stabil. Rasier dich mal. Oh, wirklich sehr stabil. Halleluja. Das wahrscheinlich gar nicht zu der Falle. Ach, doch gehört. Dum, 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 dum. Osten. Norden, Süden. Westen, Osten. Zu Hause ist doch am Osten. Was ist das denn? Noch mehr Spuren. Diese Pfotenabdrücke können von... Was? Rakshasa-Stamm? Aber was haben die hier bloß gemacht? Rakshasa?
Echt, diese Tigerviecher? Okay. Ja, was habt ihr hier bloß gemacht? I don't know. Mach auf! Ihr Rakshasa! Oder auch nicht. Na los. Nö. Oh, oh, oh. Das sind Rakshasa. Tatsächlich. Halt die Schnauze. Aber gleich noch einen neuen angelockt. Na super. Vorsicht! Diese Externare können ganz schön hinterlistig sein. Ja, bestimmt. Wir kriegen sie ja alle einzeln. Keiner hat was bei sich, ne? So, dann haben wir es ja mal ein bisschen leerer gemacht. Was haben wir denn hier? Boah. Erstgeboren. Du wirst jetzt der Erstgestorbene sein. Lass Tobi in Ruhe. Ein Nymphen. Schon wieder. Noch ein Schlüssel. Mein Gott. Ja, bin ich hier der Schlüsselmeister oder was? Die Fußspuren müssen von Barfüßigen stammen. Doch irgendwas stimmt damit nicht. Aber man kann es nicht genau ausmachen. Okay. Aber irgendwas stimmt damit nicht. Uff! Ich muss etwas von dem Krempel loswerden. Na, dolle Nummer. Jetzt bin ich überladen. Sind hier auch Barfüßige gewesen? Nein, diese Fußabdrücke von Rakshasa. Da. Gut, dass ich mich vorher richtig schön eingedeckt habe. Wer weiß, wie groß die Ebene noch wird. Huch! Da sind Leute drin! Wie kommen da Leute rein? Okay. Na. Der alte Mann nähert sich euch vorsichtig. Er hält den Kopf gesenkt und schlägt die Augen unterwürfig nieder. Die Rakshasa im Raum nebenan sind tot. Habt ihr sie getötet? Seid ihr hier, um uns zu retten? Wer seid ihr? Mein Name ist Sharesh. Ich bin der Anführer dieser Leute. Aber was heißt hier schon Anführer? Seht selbst, alle hier sind Sklaven, unfrei. Und sie sind gezwungen, diesen wahnsinnigen Magier Halaster zu dienen. Ihr seid Sklave? Das ist sehr traurig. Die können Sklaverei nicht gut finden. Doch wenn Meister wollen, dass Sklaven singen... Nur wenn Meister wollen, dass Sklaven singen, tanzen und Geschichten erzählen sollen. Das alter Meister von Degen war lang. Das sei wohl in Ordnung. Traurigerweise gehört zu unseren Pflichten mehr als nur singen und tanzen. Halaster zieht andere tödliche Ablenkungen vor. Es gefällt ihm dabei zuzusehen, wie Abenteurer sterben. Aus diesem Grund hat er den Unterberg erschaffen. Die Rakshasa da draußen sollten uns vor den anderen Geschöpfen hier im Unterberg schützen und verhindern, dass wir zu fliehen versuchen. Wir hätten natürlich versuchen können zu fliehen, aber Halasters Zauberkräfte haben uns an diesen Ort gefesselt. Doch nun ist Halaster verschwunden und sein Bann hat seine Wirkung verloren. Das bedeutet, dass ihr frei seid und gehen könnt, nun da ich die Rakshasa getötet habe. Ich wünschte, es wäre so einfach, Herr. Aber es gibt viele schreckliche Wesen, die in den Räumen des Unterbergs hausen. Von den Drown, die kürzlich erschienen sind, mal ganz zu schweigen. Das wäre glatter Selbstmord, wenn wir versuchen würden, diese Kammern zu verlassen. Vielleicht würden es ein paar von uns schaffen, aus diesen Hallen zu entfliehen, aber die meisten von uns würden niemals lebendig oben ankommen. Ach, da ist ja jemand echt optimistisch. Es könnte dann noch eine andere Fluchtmöglichkeit für uns geben. In diesem Bereich des Gewölbes gibt es ein magisches Portal, sozusagen ein Hinterausgang. Halaster hätte es als Fluchtweg für den Notfall vorgesehen. Das Portal kann nur dann benutzt werden, wenn wir passenden Aktivierungsstein besitzt. Ohne diesen Stein ist es zwecklos. Es soll uns nur in Versuchung führen und quälen. Doch wenn wir diesen Stein finden würden... Ja, wenn ihr diesen Stein finden